Willkommen zum heutigen Webinar. Wir begrüßen euch alle zu Hause oder in euren Büros, wo ihr mehr seid. Wir haben heute ausgewählt ein Thema, das anscheinend ziemlich spannend für die ganze Schulkultur ist, das aber noch bei relativ wenig Schulen eingesetzt ist. Und darum haben wir uns gedacht, es wäre ganz cool, wenn wir mal konkrete Beispiele vorstellen. Es geht um Schulversammlungen oder Schülerversammlungen. Und wir haben dazu zwei Schulen eingeladen. Eine Volksschule und eine neue Mittelschule. Die Volksschule kommt aus Niederösterreich, heißt Volksschule Schwarzau am Steinfeld. Und wir begrüßen die Barbara Leitner mit ihrem Team von der Volksschule Schwarzau. Wir schalten jetzt live nach Schwarzau und bitten die Schwarzau, euch beizutreten. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die Volksschule Schwarzau am Steinfeld. Mein Name ist Barbara Leitner. Ich bin die Schulleiterin hier und heute gemeinsam mit drei Expertinnen aus der vierten Klasse und mit der Sonja Schrammel, der Klassenlehrerin. Genau. Super, dass ihr da seid. Großartig. Dankeschön. Danke. Kinder, wollt ihr euch kurz vorstellen? Ich habe drei Experten aus meiner Klasse, aus der vierten Klasse mitgenommen. Ich bin der Sebastian. Mein Name ist Emily. Und ich bin der Julian. Und wir werden euch heute erzählen, wie die Schulversammlungen bei uns ablaufen. Und ich darf mal den Teil übernehmen, wie sich die Schulversammlungen bei uns an der Schule entwickelt haben. Wir haben im Herbst 2015 begonnen. Da haben wir so einmal monatlich uns in der Aula in der Schule getroffen. Und die erste Versammlung hat so ausgesehen, dass eine Klasse begrüßt hat, wir dann die Geburtstagskinder des Monats September gefeiert haben. Und dann war wieder die Verabschiedung. Also es war so ganz im Kleinen haben wir begonnen und haben dann in diesem Schuljahr monatlich etwas dazugenommen an Punkten. Also es war dann so, dass wir bei der nächsten Schulversammlung schon ein Anfangslied hatten, ein gemeinsames zum Einstieg, dann auch eine Ideensammlung gemeinsam mit den Kindern machen, wie soll unsere Wunschschule ausschauen. Im nächsten Monat war es dann so, dass wir behandelt haben, Welche Probleme gibt es vielleicht an der Schule oder was läuft nicht so toll? Was sollten wir besser machen fürs gemeinsame Zusammenleben? Dann bei der nächsten haben wir die Lobrunde eingeführt und es gab auch in der Zwischenzeit eine Kinderkonferenz, wo aus jeder Klasse zwei Klassenvertreter gemeinsam mit mir die Dinge besprochen haben, eben von diesen Dingen, die uns stören. Da gab es dann den Bericht in der Schulversammlung. Und genauso haben wir auch gemeinsam Erfolge gefeiert, wie zum Beispiel die Verleihung der Schwimmurkunden. Und in der nächsten Schulversammlung war es dann so, dass wir eine Frage des Monats eingeführt haben. Also das war so der Ablauf im ersten Jahr. Es ist bei uns so, dass jeden Monat eine Klasse zuständig ist für die Schulversammlung. Das heißt, diese Klasse bereitet die Schulversammlung vor, moderiert sie und gestaltet eigentlich die gesamte Schulversammlung. Es ist dann auch noch so, dass im Mai ist immer die vierte Klasse dran, zu einer Abschlussschulversammlung. Und im Juni sind dann wir als Lehrerteam dran, um das Schuljahr dann noch ganz abzuschließen. Also die ist dann wirklich ganz knapp vor dem Zeugnis, einen oder zwei Tage. Ja, und wie das konkret in der Klasse ausschaut, werden jetzt die Kinder vorstellen. Genau, ich möchte dazu noch ein paar einführende Worte sagen, wie wir das in der vierten Klasse zum Beispiel organisieren. Es ist so, dass die Kinder eigentlich die Schulversammlung selbstständig organisieren. Ich gebe einfach die verschiedenen Themenbereiche vor, wie zum Beispiel, wer möchte bei dieser Schulversammlung die Lobrunde übernehmen oder wer möchte gerne über unser großes Thema sprechen. Und die Kinder können da sehr kreativ sein. Und was uns an unserer Schule auch ganz, ganz wichtig ist, dass es keine Klassenaufführung ist. Es soll sich niemand in Szene setzen, sondern bei einer Schulversammlung ist es so, dass wirklich wichtige Dinge miteinander besprochen werden, Probleme miteinander behandelt werden, dass Kinder ernst genommen werden und sich wertgeschätzt fühlen. Und wir haben jetzt einige Folien zusammengestellt, einige Ausschnitte aus verschiedenen Themenbereichen zu den Schulversammlungen. Und die Kinder werden dazu einfach erzählen. Bitte, ich glaube, die Emily beginnt mit der ersten Folie.
Wir haben jedes Monat eine Schulversammlung und das erkenne ich daran, dass das Tuch mit dem Marienbogen in der Aula hängt. Wir haben auch ein eigenes Schullied, das heißt Kids aus der Paul Schwarzau. Das hat eine Lehrerin aus unserer Schule geschrieben. Cool. In der Lobrunde können Kinder andere Kinder loben. Zum Beispiel, ich lobe dich, weil du so schön zeichnen kannst. Sie dürfen aber nicht loben, nur weil er mein bester Freund ist. Es gibt auch jedes Mal ein aktuelles Thema. Letztes Jahr war das Thema Weihnachten im Schulkarton, dass man arme Kinder, die kein Geld haben, im Schulkarton einige Sachen zu Weihnachten schenken. Wir haben auch jedes Monat feiern wir auch die Geburtstagskinder in diesem Monat. Wir haben auch ein eigenes geschriebenes Geburtstagslied. Wir haben auch eine Runde, die wir Herzensangelegenheiten-Runden nennen. In dieser Runde können Kinder ihre Herzensangelegenheiten sagen. Diese kommen dann an eine Wand und im nächsten Monat erfahren wir, wie groß das Herz ist. Desto größer das Herz, desto besser haben wir es gemacht. Wir haben auch eine Frage des Monats. Eine war zum Beispiel, was bedeutet das Wort Geothermie? Und man nimmt einen Zettel, man schreibt darauf die Antwort, seinen Namen und die Klasse. Dann wirft man es in eine Box. Es gibt jedes Jahr. Martin, kannst du die vorige Folie bitte noch einmal? Ja, genau, super, danke. Bei der Schätzfrage des Monats, was machen wir da, Julian? Da neben unserer Schätzfrage steht immer eine Box, in die wir unsere Schätzungen hineinwerfen können. Einer aus unserem letzten Jahr war zum Beispiel, welche Länge hat die Christbaumgirlande im Glas? In der nächsten Schulversammlung hat dann die Frau Direktorin einen Schätzmeister gezogen. Es gibt auch ein Jahresthema. Dieses Jahr ist das Thema gesund durch das Jahr. Da hat uns die dritte Klasse gezeigt, wie man die Ernährungspyramide richtig aufbaut. Und letztes Jahr? Da hatten wir die Global Goals, unseren Wasserfußabdruck abmessen, schützt unser Meer. Und die Friedenstreppe, wo an jede Klasse eine Friedenstraube verteilt wird. Genau, da gab es noch ganz viele andere Themen, aber das waren drei ausgesuchte Bilder, die wir vom letzten Jahr einfach aufgesucht haben. Wir haben auch manchmal Ehrungen. Eine zum Beispiel war das Känguru der Mathematik oder der Zeichenwettbewerb und der Susi-Erinnerkraft. Wir haben in der Aula immer eine Witzekiste stehen und die können wir unsere Witze hineinwerfen. Die besten Witze kommen dann an die Witzewand. Ein Witz wird dann gezogen und vorgelesen und das ist dann meistens besonders lustig. Dann gibt es die Begrüßung der ersten Klasse. Die erste Klasse bekommt einen Partner aus der vierten Klasse, mit der sie liest oder die vierte Klasse tröstet ihren Partner, wenn er traurig ist. Oder wenn er sich nur nicht auskennt, kann er da weiterhelfen. Ja. Jedes Jahr gibt es bei der vorletzten Schulversammlung die Verabschiedung der vierten Klasse. Leider müssen wir uns dieses Jahr verabschieden.
Genau, da werden bei der letzten Schulversammlung dürfen nochmal alle zeigen, ihre Stärken, ihre Talente, alles, was sie bei uns in der Volksschule gelernt haben. Und hier als letzte Folie haben wir einen Ausschnitt aus unserem Schullied. Wir wollen was verändern. Gemeinsam sind wir stark. Hier kann jeder ein Held sein, sich entfalten jeden Tag. Das ist sehr bezeichnend für unsere Schule, denn wir wollen die Kinder auf das Leben nach der Schule vorbereiten. Wir wollen, dass sie selbstbewusst aus der Schule hinausgehen, Kreativität haben, eine eigene Meinung haben und dahinter stehen. Und das lernt man auch alles, wenn man Schulversammlungen vorbereitet und Schulversammlungen in der Schule durchführt. Und zu den Auswirkungen vielleicht, was sich dadurch bei uns in den letzten 5 Jahren entwickelt hat, so in den letzten 4, 5 Schuljahren. Es ist so, dass unser Gemeinschaftsgefühl an der Schule sicherlich gestärkt wurde. Der Umgang miteinander ist ein ganz anderer geworden, über die Klasse hinaus, also über den eigenen Klassenraum hinaus. Und wir feiern gemeinsame Erfolge, genauso wie wir gemeinsam Probleme lösen oder gemeinsam an Problemlösungen arbeiten. Und das Schöne daran ist eben, dass es nicht nur immer so die eigene Klasse den kleinen Rahmen betrifft, sondern wirklich für die gesamte Schule unser Anliegen ist, dass wir das gemeinsam leben. Und ganz spannend ist auch noch zu sehen, zum Beispiel eine dieser Kompetenzen der Kinder, welche Sicherheit sie gewinnen, vor einer Gruppe zu sprechen, weil es ja dieses ganz, ganz selbstverständlich wird. Und das sieht man besonders schön, wenn die Kinder der ersten Klasse zum ersten Mal drankommen bei der Schulversammlung, das ist dann meistens so im Dezember, weil es einfach, die können nicht von irgendwelchen vorbereiteten Moderationskarten herunterlesen, sondern die haben eben sich vorher überlegt, okay, was möchte ich erzählen und können das dann wirklich frei vor allen anderen erzählen. Und das ist einfach jedes Jahr für mich ein wunderschönes Erlebnis, das zu sehen und auch zu beobachten, wie wir es zum Beispiel unsere 3 aus der 4. Klasse sich über diese Jahre jetzt entwickelt haben und was da passiert ist an Eigenständigkeit in der Erarbeitung, an Kreativität, wie Sonja schon angesprochen hat, und an Selbstständigkeit und Sicherheit. Und das ja, macht uns auch ein bisschen stolz. Wann habt ihr die nächste Schulversammlung? Die haben wir, also es ist immer Ende des Monats, in 1,5 Wochen. Ah ja, okay. Und freut euch schon drauf? Ja. Gibt es schon irgendwas, was ihr plant dazu? Bitte, Entschuldigung. Gibt es schon irgendetwas, was geplant ist dafür? Ja, da werden wir uns von der ersten Klasse, wir haben heuer 2 erste Klassen, das heißt, jetzt ist schon die erste dran und da werden wir uns überraschen lassen. Überraschen, genau. Cool. Super, ich glaube, es gibt schon viele Fragen, aber wir schauen uns zuerst noch ein anderes Beispiel vielleicht an. Ja? Also alle diejenigen, die jetzt zu Hause noch sind und zuschauen, wenn ihr Fragen habt, notiert sie es vielleicht kurz. Wir haben nachher auch noch die Möglichkeit, wieder zu euch zu kommen und einige Fragen dann oder Erfahrungen mit euch auszutauschen. Das war aber ziemlich spannend. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr so viele Themen abdeckt. Das ist richtig cool. Gut, also wir heben die Spannung noch ein bisschen auf. Wir fragen euch dann gleich wieder. Okay. Wir schalten jetzt nach Tirol ins Bad Znaun. Das Bad Znauntal ist ein Aufbruchstal, ein richtiges. Und das. Ja, ihr lacht alle. Und da begrüßen wir den Andreas Juhl mit seinem Team von der neuen Mittelschule in Bad Znaun. Hallo Andreas. Hallo. Draußen bei euch liegt der tiefe Schnee. Jawohl. Einen halben Meter habt ihr, oder? Tief winterlich, ja nicht ganz, aber so ungefähr. Ja. Brutal. Ja, einen schönen Gruß an alle aus dem schönen Bad Znaun, also tief winterlich. Ja. Wir sind eine ziemlich große Mittelschule. 14 Klassen, 276 Schülerinnen und Schüler besuchen aus allen Gemeinden des Tales, also unsere Schule. Schülerversammlung, dieses Thema, wurde ich das erste Mal so richtig konfrontiert, als ich bei einer Fortbildung mit unserem Lichtschulinspektor Bernhard Frischmann in Berlin war, bei der Margret Rasfeld.
und dann danach auch in der Volksschule Farbengarten in Allhardsberg bei der Susanne Kappel. Und das hat mir so gut gefallen und wurde gleich, wenn man so sagen kann, infiziert und habe mir gedacht, das könnte doch auch an unserem Standort gelingen und auch durchzuführen. Und somit wurde das im Lehrkörper besprochen und gegen Schulschluss 2015 haben wir dann das erste Mal uns an die Schülerversammlung herangewagt und das war auch ein großer Erfolg und wurde auch gut angenommen und somit auch ein absoluter Bestandteil in unserem Schulleben. Und ich kann mich nur der Volksschule auch anschließen. Es bewirkt wirklich im Schulklima, in der Schulkultur einiges. Es wird einfach Wertschätzung weitergegeben, Wertschätzung von den Lehrpersonen an die Schüler. Genauso umgekehrt Wertschätzung von den Schülern an die Lehrpersonen, die mit ihnen Erlebnisse, Aktivitäten machen. Und somit kommen wir alle auf einen ganz tollen gemeinsamen Nenner. Ja, mein Team, das ich mitgebracht habe, das sind Schülerinnen einer dritten Klasse, die dann genauer die Schülerversammlung vorstellen. Den Kollegen Matthias Stark, der das Ganze auch betreut, und die Klassenvorständin Michelle Huber, die auch noch dann kurz zu Wort kommen möchte. Und jetzt lasse ich aber die Schülerinnen von uns berichten, wie das bei uns so abläuft. Genau, wie läuft das bei euch? Oder könnt ihr euch kurz nochmal vorstellen, wer ihr seid, damit alle, die uns zuschauen, wissen, wer ihr seid wirklich? Hallo, ich bin die Sarah. Ich bin die Sophia. Ich bin der Leon. Und ich bin der Luca. Also Sophia. Super, dass ihr da seid. Ja. So, Sophia. Was ist denn überhaupt eine Schülerversammlung? Eine Schülerversammlung ist das Beisammensein der ganzen Schule in der Aula. Leon, wie wird die Schülerversammlung organisiert? Die Schüler arbeiten an einer PowerPoint und an einem Moderatorentext. Dabei bekommen sie Auskunft von den Lehrern. Luca, wie oft gibt es denn eine Schülerversammlung? Also die Schülerversammlungen gibt es jeden Monatsende. Sarah, warum macht man eigentlich die Schülerversammlungen? Also die Schülerversammlungen werden gemacht, damit jede Klasse weiß, was die anderen erlebt haben. Sophia, wie lange wird an einer Schülerversammlung gearbeitet? Es wird 1 bis 2 Wochen daran gearbeitet. Was sind die technischen Hilfsmittel? Die technischen Hilfsmittel sind Projektor, Computer, Leinwand, Mikrofon und viele andere Sachen auch noch. Wie lange wird an einer Schülerversammlung gearbeitet, Luca? An einer Schülerversammlung wird ungefähr 1 bis 2 Wochen gearbeitet. Sarah, in welchem Raum finden die Schülerversammlungen statt? Also bei uns werden die Schülerversammlungen in der Aula, in der Empfangshalle abgehalten. Es gibt auch eine Bühne, auf der sowohl musikalische wie auch sportliche Beiträge organisiert und geprobt, wie dann aufgeführt werden. So, Sarah, ich habe von euch was bekommen, ein paar Fotos, und die schauen wir uns vielleicht kurz mal an, okay? Ja. Dann haben die Teilnehmer auch ein bisschen einen Eindruck, wie das bei euch aussieht. Ja. Da kommen, glaube ich, die ganzen Schülerinnen so zusammen, oder? Oder vielleicht kannst du diese Bilder kurz erklären, wo ihr da seid und was da passiert? Ja, also es wird eine Durchsage kommen, in der der Direktor Andreas Jun uns bittet, mit den Stühlen in die Aula zu kommen. Daraufhin gehen wir in die Aula. Wenn dann die Moderatoren und die PowerPoint bereit sind, dann begrüßen uns diejenige Klasse und dann geht es auch schon los mit den Erlebnissen in diesem Monat. Zum Schluss verabschiedet sich die Klasse und gibt das Wort noch an unseren Direktor.
Und da sind wirklich alle Schülerinnen jetzt dabei und alle Lehrer kommen da auch das zusammen, oder? Oder wie ist das bei euch? Ja. Cool, super. Sophia, was gibt es denn bei uns an der Schule Besonderes? Bei uns gibt es eine Geburtstagsrunde, die veranstalten wir jedes Monat. Bei dieser Geburtstagsrunde kommt jedes Geburtstagskind raus auf die Bühne und da haben die Musiklehrer ein eigenes Lied einstudiert oder komponiert und wir singen das immer. Genau. Und wir haben auch in jedem Schuljahr ein besonderes Jahresthema. In diesem Jahr ist es zum Beispiel die Umwelt. Dort, jede Klasse hat halt dort ein Projekt vorbereitet, das sie den Schülerinnen und Schülern dann bei der Schülerversammlung präsentiert. Leon, wie wird die Schülerversammlung eingeteilt? Also, zuerst werden wir mit den Stühlen in die Aula gebeten und sobald wir uns versammelt haben, beginnen die Moderatoren zu reden. Und die Schüler und immer ist die Geburtstagsrunde und das Wort an unseren Direktor. Der Rest ist immer verschieden, denn es passieren immer denn Klassen unternehmen immer verschiedene Ausflüge oder andere Sachen im Monat. Wie ist unsere Erfahrung von den Schülerversammlungen? Also bisher hatten wir nur eine Schülerversammlung und die ist eigentlich sehr gut abgelaufen für uns. Was gefällt dir am besten an den Schülerversammlungen bei uns? Also das am besten gefällt mir das Beisammensein der ganzen Schule. So, ich denke, das war es jetzt einmal von den Schülern und ich denke, die Lehrerin und Lehrer haben sicher auch noch etwas zu diesem Thema zu erzählen. Warte, ich habe noch eines. wenn es laut wird, dann bitten wir die Schüler leise zu sein. Öfters klappt es, aber wenn es nicht klappt, dann warten wir, bis es leise ist. Okay, und jetzt dürfen wir Lehrer reden. Das habt ihr cool gemacht. Das war echt toll, dass ihr so auf den Fragen aufgebaut habt. Ich glaube, wenn wir nachher noch die Teilnehmerinnen fragen, dann werden da gar keine Fragen kommen, weil ihr schon alles beantwortet habt. Aber vielleicht noch. Schauen wir mal. So, ja, Martin, wir sind Michael. Wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Wie schon erwähnt vom Herrn Direktor, meine Aufgabe an der Schule ist es, die Schüler hin zur Schülerversammlung zu begleiten. Wir holen uns am Anfang vom Schuljahr alle Klassensprecher in die Direktion rein und teilen einmal grob ein, dass wir jeden Monat eine Schülerversammlung haben. Dann wissen die Schüler schon ungefähr, wenn sie dran sind. Wir starten immer mit den vierten Klassen, denn die vierten Klassen haben natürlich am meisten Erfahrung. Und eine Woche vor die Schülerversammlung dann stattfindet, holen wir uns die ganze Klasse und schauen mal, was haben sie bereits alles an Bildmaterial, an Tonmaterial und ganz wichtig, der Klassenbeitrag. Jede Klasse muss bei der Schülerversammlung, wenn sie die Schülerversammlung veranstaltet, einen Beitrag leisten. In diesem Jahr ist das Thema Umwelt. Wir sind sehr gespannt. Wir hatten bis jetzt eine Schülerversammlung von einer vierten Klasse. Die haben auf das Handy verzichtet für 2 Tage. Für 24 Stunden komplett auf das Handy verzichtet. Und war jetzt mal eine Inspiration für den Rest der Schule. Und jetzt sind wir schon ganz gespannt, was die restlichen Klassen an Beiträgen bringen werden. Die Schüler bekommen von uns, wie schon gesagt, Bildmaterial. Wir fordern die Lehrer auf, wenn sie Ausflüge machen oder Veranstaltungen haben, bitte macht Bilder, denn diese Bilder brauchen unsere Schüler dann für die Schülerversammlung. Und meistens ist es auch so, dass die Schüler, die bei einer Veranstaltung dabei sind, dann einen Bericht schreiben über die Veranstaltung.
und das auch wieder unseren Moderatoren weitergeben. Es läuft sehr gut. Die Schüler nehmen das Thema Schülerversammlung sehr gut an. Sie bemühen sich sehr, sehr fest, dass sie da immer was Großartiges auf die Beine bringen. Wenig Unterstützung von unserer Seite. Wir sind im Background und sagen immer, wenn ihr Fragen habt, bitte kommt zu uns. Ansonsten lassen wir sie selber funktionieren. Cool. Ja, vielleicht gerade zum Einstieg auch ein Hallo von meiner Seite. Das Thema Umwelt, da ja meine Klasse heute da sitzt. Wir haben uns da auch schon Gedanken gemacht und wir, ich glaube, wir dürfen das verraten in diesem Kreise, gehen in die 4 Heimatgemeinden und sammeln da auf den Spazierwegen und auf den öffentlichen Wegen den ganzen Müll ein, der da so herumliegt. Dokumentieren das Ganze und werden dann bei der Schülerversammlung, wenn wir dann dran sind, im März, glaube ich, ist das, gell? Ja. Das präsentieren, was da nur alleine auf Spazierwegen und so weiter zusammenkommt. Das haben wir uns zu diesem Thema überlegt. Das war deine Idee oder waren das die Ideen von den Schülerinnen und Schülern? Gemeinsam haben wir das entwickelt und sind dann auf diese Idee gekommen, dass jeder eben in seiner Heimatgemeinde das auch durchführt, dass sie auch sehen, was so an Leuten oder was generell weggeworfen wird. Und wir haben da schon die ersten Videos bekommen, schaut ganz vielversprechend aus, was da so gesammelt wird. Also typisch NMS Bad Snauen ist jetzt im ganzen Tal tätig. Ja, genau. Ja. Wir gehen hinaus, regional. Ja. Ja, und es kommen auch Leute zu uns, nicht nur wir gehen hinaus, sondern auch andere Leute kommen zu uns bei den Schülerversammlungen. Ist immer ganz spannend. Es gibt sehr viele Hilfsprojekte oder Projekte in unserem Tal, wo verschiedenste Leute die Schüler aufmerksam machen wollen oder auch Anhänger gewinnen wollen. Und ja, das kommt eigentlich auch immer ganz gut an. Und die Schülerinnen und Schüler oder auch wir Lehrer, oft kriegt man das auch in so einem kleinen Tal, wie es wir sind, gar nicht mit, was so alles läuft. Genauso die Schülerversammlung. Wenn es die nicht geben würde, glaube ich, würden viele Lehrpersonen und viele Schülerinnen und Schüler gar nicht wissen, was so alles Tolles an Projekten bei uns stattfindet. Mhm. Genau. Also auch so ein Informationsaustausch ist einfach toll. Genau. Um einfach mitzukriegen, was die anderen machen. Ja. Genau. Und natürlich, wie jetzt auch die Volksschule schon erwähnt hat, bei uns finden natürlich auch zahlreiche Ehrungen statt, im Bereich Musik, im Bereich Sport. Wir haben da ganz viele Talente bei uns an der Schule, die auch privat natürlich an Wettkämpfen, an Vorspielabenden, Musikwettbewerben und so weiter teilnehmen, aber auch im Rahmen vom Sportunterricht Prüfungen ablegen, wie die Schwimmprüfung und so weiter. Und das findet bei uns dann auch bei der Schülerversammlung hat das den Rahmen dann einfach auch und sie bekommen ja, den Applaus und die Wertschätzung der ganzen Schule für die erbrachten Leistungen. Cool, super, großartig. Ich würde ganz gerne jetzt auch noch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einladen. Wenn ihr auf euren Monitor schaut, da habt ihr unten so eine schwarze Leiste, so eine Menüleiste. Da gibt es das Feld F und A für Frage und Antwort. Wenn ihr da draufklickt, dann geht so eine kleine Box auf und in die könnt ihr Fragen hineinschreiben. Also wenn ihr Fragen jetzt habt, entweder an die NMS Bad Snauen oder auch an die Volksschule Schwarzau. Genau, ist es auch schon wieder da, wunderbar. Das heißt, wenn es irgendwelche Fragen gibt, vielleicht auch an beide Schulen oder nur an eine Schule oder an die Direktorinnen oder die Lehrerinnen oder die Expertinnen, die wahren Expertinnen, die die eigentliche Arbeit für die Schülerversammlung machen, dann einfach Fragen, ja. Die erste Frage kommt schon rein von der Maria. Wie lange dauert denn so eine Schülerversammlung bei euch? Das war eine Frage an die Volksschule, aber die können wir auch an. Vielleicht beginnt es ihr, Barbara. Wie lange dauert die? Eine Schulstunde dauert das. Bitte. Das habe ich jetzt nicht so gut verstanden. Sagst du es nochmal? Eine Schulstunde dauert das circa. Also eine Stunde lang ungefähr. Eine Unterrichtsstunde, ja. Ja, genau. Ja, bei uns ist das verschieden. Es kommt immer davon, wie viele Beiträge sind. Es kann einmal 30 Minuten sein, einmal 45 Minuten. Es kann auch manchmal 70 Minuten sein, je nachdem. Wenn ein Theaterstück auch noch mit hineingebaut wird, da dauert es manchmal länger. Also
sehr flexibel. Okay, also anpassungsfähig, genau. Das war auch die zweite Frage von der Anne aus Graz, von der Volksschule Maria Grün. Sie wollte ganz gern, also auch so ähnlich fragen, genau. An die Schule in Tirol kommt die Frage, ob ihr auch Konflikte besprecht, die vielleicht auftreten. Wir sind eher im Aufbau von unseren Schülerversammlungen. Das heißt, seit 2015 haben wir jetzt immer eine Steigerung gemacht. Es schwebt uns schon irgendwie vor, dass man bestimmte Themen dann auch anspricht. Momentan findet das bei uns noch nicht statt, dass man die Konflikte auch anspricht. Ja. Vielleicht eine Frage von mir. Ihr habt gesagt, es verändert sich so ein bisschen das Klima an der Schule. Also was ich jetzt super mitbekriegt habe von euch, ist, dass man natürlich viel mehr mitbekommt, wenn man vor allem eine größere Schule ist, dass man noch Informationen hat, was die anderen Klassen so machen und die anderen Schülerinnen machen. Können Sie ein paar Beispiele vielleicht noch sagen oder vielleicht auch von den Schülerinnen und Schülern, was taugt euch da an so einer Schülerversammlung oder wo findet ihr, dass das eine ganz spannende und interessante oder für euch angenehme Sache ist? Habt ihr da Beispiele von einer letzten Schülerversammlung vielleicht, die abgelaufen ist, wo ihr gesagt habt, das war eigentlich ganz, ganz cool? Ja, dass man halt Fotos auch sieht, wo sie waren, also die verschiedenen Klassen, und dann sieht man auch, wie schön es war und ja. Okay, genau. Haben die anderen auch noch? Oder auch? Ja. Uns gefällt das, dass wir das, was wir uns halt stört, sagen können. Ja, genau. Ja, uns echt stört. Ja, sorry. Dass man PC oder dass die Spielsachen nicht ordentlich wieder zurückgelegt werden. Das kann man gleich allen sagen von der ganzen Schule. Dann braucht man nicht in jede Klasse gehen. Das ist ja sehr praktisch. Genau. Das kann man gleich an alles stellen. Genau. Ja, vielleicht so eine Frage noch. Also wenn ihr als Jugendliche oder Kinder die Schulversammlung vorbereiten, gibt es da irgendwas, auf das man wirklich aufpassen muss? Wo ihr sagt, es gibt nämlich viele Schulen, wo es keine Schülerversammlungen gibt. Und die würden jetzt von euch am liebsten natürlich wissen, was man da gut machen kann oder auf was man aufpassen müsste, damit das auch ganz gut gelingt. Habt ihr da ein paar Ideen für die anderen Schulen? Ja, also man sollte sich gerade als Moderator die Texte, die die anderen Schüler geschrieben haben, auch ein paar Mal durchlesen, dass es schön flüssig klingt. Dann ist es auch besser verständlich für die anderen Schüler und man kommt auch besser mit. Also die Vorbereitung ist wichtig, ne? Ja. Dass man auch niemanden vergisst. Wenn jemand einen Beitrag geleistet hat, da muss man auch aufpassen, dass man wirklich da den Überblick auch behält. Oder beim Geburtstag vielleicht, oder? Genau, Geburtstag. Stimmt. Habt ihr sonst noch ein paar Tipps an andere Schulen? Wo ihr sagt, auf das solltet ihr Wert legen? Bei uns ist es wichtig, dass, wenn wir herum diskutieren, wie wir die Schulversammlung vorbereiten, dass jeder seine Meinung darüber hat. Okay, cool. Dass alle eingebunden sind in der Vorbereitung auch, oder? Und dass ihr da das wirklich gemeinsam macht. Mhm. Und bei uns können die Schülerinnen und Schüler bei jeder Schülerversammlung auch freiwillig auftreten. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ich habe ein verstecktes Talent im Jonglieren oder was Außergewöhnliches, ein Rapper, den man sonst im Schulalltag nie sieht. Mhm. Und da haben wir letztes Jahr schon 2-3 Talente rausgefunden oder mehrere Talente natürlich, wo man sagen muss, das hätte man dem Schüler nie zugetraut. Und da werden sehr introvertierte Schüler kommen da auf einmal auf eine Bühne und leben ihre Talente total aus. Cool. Du müsst das nächste Mal Videos machen und uns schicken, bitte. Okay, wollte ich noch was? Die Frage an die NMS war noch, ob es Klassenräte gibt bei euch und ob dort die Konflikte besprochen werden.
Oder wahrscheinlich habt ihr keine Konflikte da im Paznaun, oder? Ja, also bei uns gibt es Buddies. Die passen auf die Erstklässler sozusagen auf. Also jedes, also da kann man sich freiwillig melden und da hat man eine Prüfung machen müssen. Mhm. Dann hat man da ein Kind zugeteilt bekommen und auf das passt man halt auf. Genau. Cool, ja. Ja. Und die Konflikte werden auch in den Klassen, mit den Klassensprechern, mit den also mit den KV, werden auch besprochen. Mhm. Dann kommt noch eine andere Frage rein. Das gilt auch für beide Schulen, glaube ich. Also woher nehmt ihr die Zeit für die Vorbereitung? Also welche Stunden verwendet ihr dafür? Oder wo spart ihr Zeit ein, damit ihr die Schülerversammlung vorbereiten könnt? Also wir haben einmal in der Woche Lernzeit, ja, und da nutzen wir die Zeit und machen das. Wenn wir es nicht schaffen, dann fragen wir in den Nebenfächern, ob wir da weitermachen dürfen. Okay. Beziehungsweise, muss ich als Deutschlehrerin kurz einschreiten, eignet sich im Deutschunterricht eigentlich ganz gut, weil die Kinder präsentieren üben und frei sprechen. Also das kann man jederzeit in den Unterricht einbauen, passt zu jedem Thema und sie profitieren davon. Genau. Ganz normales Lernen. Genau. Ja. Aber wie ist das bei euch oder Sonja? Ja, bei uns in der Volksschule ist es ein bisschen einfacher, weil natürlich der Klassenlehrer beinahe den ganzen Tag in der Klasse ist. Wir besprechen es meistens, wir haben jede Woche Klassenrat, jeden Freitag und da besprechen wir meistens schon oder machen meistens schon die Rollenaufteilung und die Kinder bereiten dann vielleicht noch in einer Sachunterrichtsstunde vor und mehr Arbeit ist es nicht, weil sich die Kinder eigentlich ihre Vorträge selbstständig vorbereiten. Diese Sätze, die sie sagen wollen, die denken sie sich zu Hause aus, wir bereiten das gar nicht großartig mehr in der Schule vor. Genau, das ist eh besser, wenn man sich selber ausmachen kann und nicht immer die Lehrerinnen fragen muss, oder? Ja, wie viel Vorbereitungszeit ist das so für euch? Ihr habt gesagt, so 1 bis 2 Wochen vorher beginnt ihr mit der Vorbereitung. Wie viel Zeit ist das wirklich an Vorbereitungszeit? Ja, wir bereiten meistens 1 Stunde vor, mehr nicht. Ja. Gut, ihr seid auch die Profis. Genau. Genau. Das ist sicher unterschiedlich in jeder Klasse. 2 Stunden höchstens, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wie ist das bei euch in Paznaun? Wie lange dauert also die Vorbereitung? Ein bisschen intensiver in der Volksschule, da wir halt auch mehrere Klassen haben. Mhm. Also bei uns dauert die Vorbereitung circa 4 bis 5 Stunden. Ah doch? Mhm. Aha, okay. Ist doch. Mit alles drum und dran, also PowerPoint und die ganzen Texte und ja. Genau. Die ganze Moderation muss man auch noch einüben. Mhm. Weil bei uns ist es auch so, dass die Klasse, die die Schülerversammlung abhält, von Klasse zu Klasse geht und dann fragt, ob sie eigene Beifügungen haben, die sie präsentieren möchten oder aufführen möchten. Ach so. Das heißt, ihr geht wirklich herum und fragt andere Klassen, ob sie auch einen Beitrag machen wollen. Ja, das ist ja super. Cool. Dann eine Frage noch. Gibt es auch so Momente, wo ihr Entscheidungen trefft für die Schule? Also wo ihr nicht nur präsentiert oder informiert oder irgendwas vorstellt, sondern wo auch gemeinsam Entscheidungen getroffen werden? Also dass ihr das auch als so eine Art kleines Gremium verwendet, um irgendwas abzustimmen oder zu entscheiden? Ja, bei uns ist es so, bei uns war zum Beispiel ein großes Thema das Fußballspielen in der Pause. Das hat vielleicht nicht immer so gut geklappt im Miteinander und dann haben wir gemeinsam oder eigentlich wirklich die Kinder die Lösungen gefunden. Und es war dann so, dass sie ausgemacht haben, dass an jedem Tag eine andere Klasse dran ist, die Fußball spielen kann und dann in weiterer Folge, als wir nach 2 Schulversammlungen wieder nachgefragt haben und festgestellt haben, das hat ganz gut funktioniert, haben wir das so eingeteilt, dass dann 2 Klassen zum Beispiel miteinander gespielt haben. Und so werden eben die Sachen auch bei den Herzensangelegenheiten, die nicht so gut funktionieren, besprochen und dann schauen wir, gibt es
die Möglichkeit, gleich gemeinsam eine Lösung zu finden. Oder manchmal gibt es dann auch Kinder, die bestimmte Ideen haben, vielleicht ganz unterschiedliche Ideen. Und wenn das dann den Rahmen der Schulversammlung sprengt, dann lade ich diese Kinder ein, dass wir uns nochmal zusammensetzen und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das wird dann spätestens der nächsten Schulversammlung vorgestellt oder wenn es möglich ist, dann sofort im Anschluss, beziehungsweise am nächsten Tag. Okay, alles klar. Ja. Bei uns hat eine zweite Klasse einen Brief an den Hauptdirektor geschrieben, dass wegen den Kaffeemaschinen, wir haben immer Becher da gehabt und jetzt haben sie halt, halt die Plastikbecher, wollten sie weglassen, weil das der Umwelt nicht gut tut und jetzt hat jeder Schüler eine eigene Tasse mit und die Lehrperson auch. Da kann man sich alles in die Tasse einfüllen. Also wir haben entschieden, die Plastikbecher kommen weg. Ja. Und erlaubt ihr dem Direktor noch, dass er Kaffee trinkt? Weiterhin? Ja. Und das darf er noch. Okay, das ist auch noch. Mit der eigenen Tasse. Das ist sehr großzügig. Da kommt noch eine Frage rein. Wann gibt es irgendwie einen besonderen Tag für die Versammlung, der sich gut eignet dafür? Bei uns ist es meistens der Freitag und Monat der 29. Ja, also am Ende von der Woche oder vom Monat. Mhm. Wie ist das bei euch in Niederösterreich? Wir haben eigentlich keine bestimmten Tage. Wir machen das meistens einfach am Ende des Monats. Okay, wann es euch halt passt. Genau. Wir teilen schon vorher ein. Na, wenn ich das so höre, dann dürft ihr als Lehrerinnen oder Schulleiterinnen, die Sonja und die Barbara, in ein paar Monaten dürft ihr gar nicht mehr teilnehmen, glaube ich. Dürfen wir noch teilnehmen? Bei den Schulversammlungen? Doch. Dürfen Sie schon kommen? Okay. Es gibt ja auch Dinge, die wir machen dürfen. Eine Frage noch, diese Unterlagen, die ihr erstellt habt, dürfen wir die verwenden weiterhin oder auch als PDF, als Download zur Verfügung stellen auf der Webseite? Ja. Können wir vielleicht nochmal reinschauen, ob da irgendwas drinnen steckt, was ihr nicht, weil ich glaube, das wäre ganz gut, weil da kann man sich ganz gut anhalten. Ihr habt da alle Themen eigentlich aufgeschlüsselt und da gibt es, glaube ich, für andere einige Ideen, was man so als Themen oder als Elemente von einer Schülerversammlung einplanen kann. Genau, es sollte so eine kleine Ideenfindung sein, weil wir haben natürlich nicht alle Themen bei einer Schulversammlung, das wäre viel zu lang, aber wir haben einfach alle Themen, die wir jemals behandelt haben, zusammengestellt. Genau. Gerne. Super, vielleicht an euch Planerinnen, also Sonja und Barbara oder auch an den Andreas oder die Michelle und den Matthias. Gibt es ein paar Ideen, wo ihr sagt, da haben wir noch Ideen für eine Weiterentwicklung oder auch überhaupt an alle? Also gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, das würde man gerne noch machen, aber haben es bis jetzt noch nicht so umgesetzt? Oder da wird vielleicht noch mehr Austausch oder Kommunikation oder sowas stattfinden? Habt ihr so Wünsche noch für die Zukunft, was ihr machen würdet? Ja, bei uns im Platznauen wäre der Wunsch sicher, dass wir auch in Richtung eines Rates gehen, dass man bei der Schülerversammlung Probleme anspricht und die Meinungen der Schüler einholt, von Schülerinnen und Schülern, und das vielleicht kurz beredet mit ihnen. Also das wäre sicher ein Ziel in den nächsten 1-2 Jahren, dass man das auch mit einbaut. Okay, super. Wir haben gerade beratschlagt im Hintergrund. Okay. Wir sind im Moment eigentlich ganz zufrieden, wie es läuft, aber natürlich immer offen für Ideen und wenn Kinder oder wir etwas finden, Ideen finden, dass wir noch dazu einbauen könnten, dann werden wir das sicher gemeinsam besprechen oder überlegen. Cool. Vielen, vielen Dank. Die Zeit rast dahin. Es ist schon wieder 5:45. Wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Also vielen, vielen Dank für eure Vorstellungen, den Einblick in eure Schülerversammlungen oder Schulversammlungen. Wir werden wie immer das Webinar auch aufzeichnen, auch auf die Webseite stellen. Das heißt, in ein paar Tagen könnt ihr das auch anschauen oder nachschauen. Und üblicherweise schauen da hunderte Leute, schauen sich diese Videos an und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ihr werdet total inspirativ, auch von Volksschulen und neuen Mittelschulen mit vielen, vielen Themen und organisatorisch anders. War richtig spannend.
Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Insofern haben wir eine kleine Online-Versammlung hier gemacht. Euch zu Hause auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir können die Unterlagen auch noch auf die Webseite stellen und wenn ihr in 2-3 Tagen auf die Webseite schaut, dann könnt ihr auch die Unterlagen downloaden. Bei der NMS Paznaun gibt es auch einen Film. Das ist auch ein kleiner Beitrag dieser Schulversammlung. Das sieht man auch noch einmal zum Nachschauen, glaube ich, ganz spannend, wie die Schulversammlung da abläuft. Genau. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir verabschieden uns. Ciao. Ciao.